Ich lese European Union Law bei Oxford University Press. Das ist dieses Buch. Ich stelle mir jeweils die Eieruhr auf eine Dreiviertelstunde und versuche auch eine Übersetzung. Deshalb habe ich hier ein World Language Dictionary und mal schauen, wie weit mich das trägt. Es ist ein ziemlich dickes Buch. Es ist auch ein ziemlich kompliziertes Buch für jemanden wie mich. So. Wir haben hier die beiden Herausgeber, das ist Catherine Bernard und Steve Pierce. Die durfte ich mal treffen, hier in Solingen und auch in England, nur nie in Oxford. So, obwohl das Buch von Oxford University Press ist, steht auch eine Adresse. Great Clarendon Street. Das passt. So, Outline Contents, Introduction. Die beiden Herausgeber, Catherine Bernard und Steve Pierce, sind von der University of Cambridge und der University of Essex. Dann Number 2, Development of the EU. Paul Craig, Development of the EU, Paul Craig, St. John's College, University of Oxford. Number 3, the EU's political institutions, Steve Pierce, University of Essex. Number 4, constitutionalism and the European Union, Robert Schütze, Durham University. Number 5, Legislating in the European Union, Kieran Saint C. Bradley, European Union Civil Services Tribunal. Number 6, The Effect of EU Law in the National Legal Systems, Michael Bobek, College of Europe, Bruges. EU Law. Is it international law? Bruno De Witte, University of Maastricht. Number 8. General Principles of EU Law and EU Administrative Law. Herwig C.H. Hoffmann, University of Luxembourg. Number 9. Fundamental Rights in the European Union. Eleanor Spaventa, Durham University. Number 10, Judicial Protection before the Court of Justice of the European Union. Albertina Albers Lawrence, Grierton College, University of Cambridge. Number 11, The International Market and the Philosophies of Market Integration. Lucas Snell, University of Turku and Swansea University. Number 12, Free Movements of Goods, Peter Oliver, Visiting Professor, University Libre de Brussels, and Martin Martinez Navarro, European Ombudsman. Number 13, Free Movement of Natural Persons, Free Movement of Natural Persons. Catherine Bernard, Trinity College, University of Cambridge, number 14. In addition to natural persons, free movement of legal persons and the provision of services. Catherine Bernard, Trinity College, University of Cambridge, with Lucas Snell, University of Turku and Swansea University. Number 15, free movement of capital. Leo Flynn, Legal Services of the European Commission, and number 16, Exceptions to the Free Movement Rules, Niam Nekshiwune, University of Edinburgh. Und jetzt
hoffe ich, das ist immer noch nicht zu Ende. Number 17, Competition Law. Alison Jones, King's College London and Christopher Townley, King's College London. Number 18, Public Services and EU Law. Leif Henscher, Tilburg University and Wolf Sauter, Tilburg University. Number 19, Economic and Monetary Union. Alicia Hinarejos, Downing College and University of Cambridge. Number 20, Labour and Equality Law. Mia Renmar, Lund University. Number 21, EU Health Law. Tamara Hervey, University of Sheffield. Oh, I've got to pronounce this quite differently. Do you know French ships? Yes, I know Sheffield Harbour. I also want to quit Britain. Ein sehr guter Witz. Number 22, Environmental Law. Alyssa Morgera, University of Edinburgh. Number 23, European Consumer Law. Grant Howells, University of Manchester. And number 24, European Consumer Law, University of Manchester, that's supposed to call capital. Ich mache nur schlechte Witze, während ich das vorlese. Number 24, EU External Action, Gert de Bray, University of Leuven. Number 25, oh, that's matching to Britain's right. EU Criminal Law, John R. Spencer, Selwyn College, University of Cambridge, EU Criminal Law. Number 26, and that's Essex, Immigration and Asylum, Steve Pearce, University of Essex. So, nachdem ich das Outline vorgelesen habe, versuche ich jetzt die Übersetzung. Nummer 1 ist die Einführung, Introduction. Nummer 2 ist Development of EU Law, nee, Development of the EU, Fortgang, Entwicklung der EU. Nummer 3, Kapitel 3 ist The EU's Political Institutions, politische Organe, politische Institutionen. Ich bevorzuge das Wort Organe, politische Organe, Körperschaften der EU. Kapitel 4, Constitutionalism and the European Union, Gesetzgebung und die Europäische Union. Die hat nämlich einen Einfluss darauf. Ich glaube, es gibt noch keine EU-Gesetze, es gibt nur Verträge und Richtlinien, Direktiven. Steht aber bestimmt da drin. Kapitel 6, The Effects of EU Law in the National Legal Systems. Hier steht EU-Gesetz, die Effekte der EU-Gesetze oder der EU-Gesetzgebung. Ich weiß nicht, ob es Gesetze gibt, wo im nationalen Rechtssystem, die Effekte der EU-Gesetze im nationalen Rechtssystem. Finde ich schon ziemlich fragwürdig. Ich bin ein Anhänger der Ideen des Nationalstaates. Wenn das so da drin steht, kriege ich im Grunde genommen schon den ersten Brechreiz. EU Law, is it international law? International law gibt es meiner Meinung nach auch so nicht. EU-Recht, ist das internationales Recht, ist Kapitel 7. Kapitel 8 ist General Principles of EU Law and EU Administrative Law. Der Begriff Law wird hier inflationär benutzt. Spätestens daran merkt man, dass das Buch wirklich von Juristen geschrieben worden ist, die nicht gerade ausgucken können. Generelle
Funktionsweise der EU-Gesetzung, der EU-Gesetzgebung und der EU-Administrationsgesetzgebung. Ich nenne es einfach mal so, wie es da steht. Kapitel 9, Fundamental Rights in the European Union. Grundlegende Rechte innerhalb der Europäischen Union. Kapitel 10, Judicial, mal sehen, wie lange ich schon rede. Kapitel 10, Judicial Protection before the Court of Justice of the European Union. Juristischer Schutz durch den Europäischen Gerichtshof, so würde ich das übersetzen. Judicial Protection before the Court of Justice of the European Union. Ja, juristischer Schutz durch den Europäischen Gerichtshof. Das ist meiner Meinung nach die richtige Übersetzung an der Stelle. Kapitel 11. The International Market and the Philosophies of Market Integration. Der internationale Markt und die Philosophie der Integration nationaler Märkte des EU-Freihandels, so kann man das vielleicht richtig übersetzen. Nummer 12, Kapitel 12, Free Movement of Goods, der freie Warenverkehr. Kapitel 13, Nummer 13, Free Movement of Natural Persons, die Reisefreiheit natürlicher Personen. Kapitel 14. Free Movement of Legal Persons and the Provision of Services heißt Niederlassungsfreiheit öffentlich bestellter Personen und die Bereitstellung der entsprechenden administrativen Unterstützung. Kapitel 15, Number 15, Free Movement of Capital, der freie Geldverkehr. Number 16, Kapitel 16, Exceptions of the Free Movement Rules. Kapitel 16, Nummer 16, Einschränkungen zu den Bewegungsfreiheiten, so würde ich das nennen. Einschränkungen zu den Bewegungsfreiheiten. Exceptions an der Stelle eher Einschränkungen als Ausnahmen. Briten nehmen für sich in Anspruch, britisches Understatement zu betreiben, entsprechend, speziell wenn es um Verbote geht. Die drücken es lieber ein bisschen netter aus, dass man Sachen einfach nicht darf. Exceptions, wo wir hier sagen würden, Verbote. Le Président ne veut pas que tu fasses ça. Und jetzt, das würde man in Frankreich dazu sagen. Number 17, Chapter 17, Competition Law, Nummer 17, Kapitel 17, Wettbewerbsrecht. Nummer 18, Kapitel 18, Public Services and EU Law. Die Bereitstellung öffentlicher Dienste und die Gesetzgebung durch die EU. Die Bereitstellung öffentlicher Dienste durch die EU und Gesetzgebung durch die EU. Da wird wieder dieser Begriff Laws verwendet. Ich kriege immer das Kotzen, wenn ich das höre. Ich glaube an die Idee von Nationalstaaten und dass die Gesetze erlassen sollten. Es gibt in der EU Direktiven und Verordnungen und es gibt internationale Verträge. Das sind meiner Meinung nach die Tools, die Werkzeuge, mit denen man sich im Bereich der EU-Administration und der gewählten Repräsentanten in der EU
bewegen sollte. Das geht schon mit der fehlenden demokratischen Legitimation von den meisten, was da rumläuft, los, dass man das nicht Gesetz geben darf, Gesetz nennen darf. Das sind hier anscheinend sehr königstreue Herausgeber, um das mal vorsichtig auszudrücken. So richtig die Demokratie beschützen die damit nicht. Habe ich ein Riesenproblem mit. 19. Economic and Monetary Union. Kapitel 19, Nummer 19. Ökonomie und Geldwirtschaft. Gemeinsame Ökonomie, gemeinsame Wirtschaftspolitik und gemeinsame Geldwirtschaft. So kann man das übersetzen. Number 20, Chapter 20, Labor and Equality Law. Von Mia Rönnmar. Garantierte Freiheiten. Übersetzen wir es doch einfach mal so. Ich will nicht weiter darauf eingehen, warum da immer Laws steht. Es sind, wie gesagt, dumme Juristen, die das geschrieben haben. Ich kriege bei sowas das Kotzen. 21 EU Health Law, das europäische Gesundheitssystem. Number 22 Environmental Law, der europäische Umweltschutz. Number 23 European Consumer Law, europäischer Verbraucherschutz. Number 24 EU External Action, europäische Außenpolitik. Number 25 EU Criminal Law, Strafverfolgung in der EU. And number 26 Immigration and Asylum. Einwanderung und Asyl. So. Danach kommt hier Detailed Contents mit Notes on Contributors, Table of Abbreviations, Table of Legislations, Table of Cases and Table of Equivalences. Lasse ich alles weg. Es geht dann los auf Seite 1 mit der Introduction. Die gliedert sich wie folgt. Introduction 1.1, Introduction 1.2, The Development of EU Law, 1.3, Themes with Input Legitimacy and Output Legitimacy and 1.4 Conclusions. Also, das erste Kapitel Einführung gliedert sich in folgende Teile. 1. Einführung. 2. Die Entwicklung dessen, was Demokratiefeinde in Großbritannien EU-Law nennen. Teil 3. Themes, und da sind wir schon wieder bei dem Problem, dass ein Dummer in Amerika geborener hat wie ich. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll auf Deutsch. The subject of main idea in a talk, piece of writing or work at art. North American literature is the main theme of this year's festival. The president stressed a favorite campaign theme, greater emphasis and on education. Themes. Ja. Sch-
schwierig zu übersetzen. Die grundlegenden Ideen der EU, und die sind Input Legitimacy and Output Legitimacy, und das übersetze ich jetzt einfach mal nicht. Das lässt man einfach jetzt mal als britisch-englischer Ausdruck da stehen. Also Themes würde ich an der Stelle mit die grundlegenden zwei Ideen der des EU-Laws, der europäischen Verordnungen übersetzen. Und Conclusion heißt, im Grunde genommen weiß ich es. Aber bei so viel Zeit auf der Uhr, das sind immer nur über 25 Minuten, ist das manchmal ganz gut, wenn man nachblättert, das ist nicht ganz so anstrengend. Come, commons, compare, compospin. Conclude heißt aber nicht Conclusion. Conclusion, noun. Something that you decide when you have thought about all the information connected with the situation. I've come to the conclusion that he's not the right person for the job. Also, Conclusion heißt Schlussfolgerung an der Stelle. Ich schreibe mir das auch mal dahin. Ich finde das, Schlussfolgerung finde ich gut an der Stelle. Conclusion ist auch logischer Schluss. In der Mathevorlesung in Oxford wird dann immer Conclusion genannt und dann kommt die nächste Zeile und keiner weiß warum. Da sind solche Genies unterwegs. Ja, ich wollte mit Introduction weitermachen, Einführung. Table of Abbreviations, muss ich vielleicht ein paar Mal nachgucken. Ach, da ist auch der Spitzer liegt unten. Number one introduction by Catherine Bernard and Steve Pierce. 1.1 introduction. For many people, European Union law interferes with too many aspects of their lives. This was summed up by the headline in a UK paper. Bog standard, Brussels demands the same toilet flush across the continent after discovering Brits use the most water. Mit einer Quellenangabe. This story has it all. Mad Brussels bureaucrats excessively regulating even how we go to the toilet. Lou couldn't make it up, said UK tabloid. The Sun. Yet a closer look reveals a different picture. As European Commission pointed out,
toilet flushing accounts for about 30% of total household water consumption in the UK. Much of this water use is unnecessary. So an eco label can help buyers choose loose that will save water and money. Eco labeling measures already exist for washing machines and dishwashers, and it is perfectly logical to take steps to help people buy more efficient toilets. In a single market where products are being sold across borders, this is best done at EU level. The question then is, who is right? The Sun or Commission? Naja, hier steht the Sun or the Commission. An der Stelle kann man einfach mal sagen. In Cambridge sprechen die kein richtiges Deutsch. Das Ding heißt the Sun und das the for Commission kann man einfach nur weglassen. The Sun or Commission wäre schönes Englisch. Hier steht the Sun or the Commission. The story about, das ist in Ordnung, weil es am Satzanfang steht. Ansonsten könnte man story about the loo flush raises sagen. Das Problem ist, es ist der Satzanfang. Also the Sun or Commission und the story. Aber wie gesagt, es sind Juristen, dass die Englisch können, kann man nicht voraussetzen. The story about the loo flush raises in microcosm some of the biggest questions facing the EU today. What should it be doing? How should it be doing it? And how should it be communicating what it is doing? A bottom-up approach, in brackets, no pun intended, brackets closed, would suggest that loo flushing should be a matter for a national law. A top-down single market perspective would suggest that you should intervene when the movement of goods across borders is affected. If the EU does act, how intensive should that action be? The eco-labeling award scheme reveals an imaginative approach to regulations. The use of these eco labels is voluntary. Industries apply for the label if they want to get it, and the beneficial, ich glaube, das hieß früher Großbritannien, auf Altenglisch heißt das, glaube ich, beneficial, aber egal. Bei Shakespeare könnte man das noch finden. Industries apply for the label if they want to get it and the beneficial reputational kudos that goes with it. An der Stelle kudos, Großbritannien ist eine imperialistische Weltmacht und hat eine Marine. Das merkt man schon daran, dass hier kudos steht. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. They may choose not to. However, if they do apply, their product needs to comply with the criteria set for each product group. In brackets, for example, washing machines, fridges, and now toilets, bracket closed, by a commission decision adopted under power conferred by Council Regulation 1980/2000. With a quote. Down at the page. Thus, contrary to popular misconception, EU roles are not all of the command and control kind. In brackets, all bananas must be straight, brackets closed. The EU has experimented with different types of regulation to create flexibility in the operation of its rules. This flexibility is provided by the law, and as this book will show, the law is central
to the operation of the EU. So, ich habe hier schon mal reingeguckt und jetzt kommt der erste dicke Fehler der University of Cambridge. Indeed, the EU itself is a legal construct und es muss definitiv heißen. Indeed, the EU itself is legal construct. Das ist kein Englisch, das ist Hottentotten-Japanisch in Indien. Ich kann das nicht ausdrücken, anders ausdrücken, liebe Editoren und liebe Lektoren des Oxford University Press Verlages. It was born out of treaties and its subsequent development has been marked by successive treaty amendments. One of the earliest major research projects on the EU described the process as integration through law. And the Court of Justice, the Supreme Court of the EU, has been in the engine room of that process. We all have a look at successful English imperialism with shipped military, if we say something like the Supreme Court of the EU has been in the engine room of that process. Successful shipped English military. Es gibt Leute, die sagen, ich weiß an der Stelle zu viel. Ich muss mich neu sammeln. Of course, law and politics go hand in hand, and no lawyer would deny the important role played by politicians in both driving forward and shaping the development of the EU, particularly faced with seismic geopolitical forces. The fall of the Berlin Wall, thank you, Britain, 9/11, and the sovereign debt crisis. Die Reihenfolge ist geil. Fall der Berliner Mauer 9/11 and the sovereign debt crisis. Although the hegemony of law may have waned over recent years as problems have arisen which are not immediately amenable to legal resolution, law remains central to the EU project. Ich möchte an der Stelle sagen, dass man an der Stelle auch schreiben könnte, Parliamental Directives remains central to the EU project. Sie schreiben an dessen Stelle, Law remains central to the EU project. An der Stelle erkennt man die Demokratiefeindlichkeit des House of Lords in Großbritannien, die solche Bücher genehmigen müssen. Ich kriege an der Stelle das Kotzen. And it is the law set in broader political context which is the subject matter of this book. And it is the law set in this broader political context which is the subject matter of this book. And it's not the law, it's directive of ministry account and the EU Parliament and the EU Commission which is subject and matter of this book. Fuck off, House of Lords. So, das war mein persönlicher Kommentar dazu. Wie viel habe ich denn noch auf der Uhr? Da landen noch 10 Minuten. Ich finde, mit einem Fuck off, House of Lords, Open Parliament, kann man hier schließen. Und ich mache dann später weiter. Tschüss. Irgendwie kriege ich gute Laune, wenn ich solche Sätze weiß.